letzte derjenigen, die gejokert haben. Sein Bruder Markus Schmidt hat noch nicht gejokert, jetzt könnte er sich lass uns mal kurz rechnen. Vielleicht sogar Romano Schulz, vielleicht sogar für das in Pölze ausgehen. A-Finale wäre natürlich jetzt hier bei seinem ersten Komplettrennen. Er war beim ersten Lauf zur Deutschen Rallye-Kursmeisterschaft im Gründer am Pfingstwochenende durchaus unterwegs, gar nicht richtig in das Rennen eingreifen. Markus Schmidt lässt sich jetzt so ein bisschen von seinem Gruppe ab. Jokert noch nicht. Das war aber schon sehr heftig von Sven Gruppe, wie er da durch die Schotterpassage 1 gefahren ist. C2 führt vor Golf, vor BMW 325 TI. Dustin Völzer ist auf Tuchfühlung bei Romano Schulz jetzt in der Asphaltschlange Attacke oder nicht? Nein, Romano Schulz kann sich halten. Markus bleibt aber hinten, holt sich keinen Zeitvorteil, sondern geht sogar noch einen Platz zurück. Andreas Kuhn jetzt auf die vierte Position vorgerückt. Markus Schmidt jetzt in diesem Falle in weiter Führung. Müsste jetzt an den Joker wegkriegen, den setzt er jetzt an. Der Joker hat immer noch nicht. Also, da liegt irgendwo ein grüner Kotflügel von einer Opel Manta B. Das erste, sozusagen die erste Rallye-Kurs von hier aus dem Laufe wird, die man sich besorgen kann. Andreas Huhn ist immer noch dabei, aber am Ende des Tages kann er nicht mehr so richtig eingreifen in das Geschehen hier. Markus Schmidt ist definitiv auf dem Weg ins A-Finale bei den Super Nationals mit seinem Citroën C2. Fährt hier ein sauberes Fast-Startziel im Rennen. Sven Gruppe wird ebenso in den A-Finale aufsteigen.